Das muss man sich erst mal trauen. Zu so einem vermummten und drei Köpfe größeren Polizisten zu gehen, ihm die Sturmhaube vom Kopf zu ziehen oder sogar vors Schienbein zu treten. Und das in einem Land, in dem Widerstand gegen die Staatsgewalt nicht sein darf und gnadenlos verfolgt wird, wie wir es heute wieder in Belarus beobachten müssen. Diese 73-jährige Dame, Nina Baginskaya, ist so etwas wie die Sturmspitze des Protests, weil sie schon seit Jahrzehnten gegen den Dauerpräsidenten auf die Straße geht. Furchtlos und überzeugt, dass man eine alte Frau wie sie schon nicht dauerhaft ins Gefängnis stecken werde. Die sind ja nicht blöd, sagt sie, denn sie wissen, dass es nur Ärger gäbe, wenn ich dort sterben sollte. Jo Angerer. Wir treffen sie auf der Großdemonstration heute in Minsk. Nina Baginskaya, 73 Jahre alt, Vorbild für viele, die in Belarus auf der Straße sind. Lukaschenko muss weg, so sagt sie. Zehntausende Menschen sind diesmal gekommen, weniger als letzten Sonntag. Das liegt wohl auch daran, dass die Polizeipräsenz zugenommen hat, an der Einschüchterung, den Festnahmen auch heute wieder. Trotz aller Polizeigewalt sind diese beiden auf der Straße. Für ihre Zukunft, wie sie sagen, es geht ihnen um Ausbildung, Chancen. Weg mit der alten, verkrusteten Gesellschaft. Wir gehen auf die Demo, weil wir ein neues, glückliches Leben wollen. Veränderungen. Wir wollen in einem demokratischen Land leben. Gestern auf der Demonstration der Frauen war Nina Baginskaya auch mit dabei. Mit ihrem Markenzeichen, der Fahne der Opposition. Wir werden Erfolg haben, aber ich weiß nicht wann. Ich habe Zweifel, dass dies vor dem neuen Jahr sein wird. Lukaschenko schüttelt wieder Putins Hand und Putin versprach Unterstützung. Fast 400 Festnahmen gab es gestern in Minsk. Auch Nina Baginskaya wurde festgenommen und kurz danach wieder freigelassen. Doch ihre Fahne haben sie ihr weggenommen. Polizeigewalt, nicht nur in der Hauptstadt. In Brest setzen die Polizisten Tränengas ein, viele kommen in Haft. Festnahmen auch in Grodno, sogar diese schwangere Frau wird nicht verschont. Bilder, Szenen, mit denen sich Nina Baginskaya nicht abfinden mag. Sie setzt auf Solidarität und eine Fahne hat sie auch wieder. Ich marschierte ohne Fahne, da kam ein junger Mann und sagte, hier ist ein Geschenk und hat mir das Geschenk auf meine Schulter gelegt. Die Kraft dieser Frau, den jungen Menschen auf den Straßen von Minsk, gibt sie Hoffnung.